Ein von der Donau angeschüttetes Schwemmland ist es, das Tullner Becken oder Tullner Feld. Umrahmt im Süden vom Wienerwald, im Norden vom Wagram. Ein fruchtbares Land, Siedlungsgebiet seit mindestens 20.000 Jahren. 48 Kilometer lang und bis zu 16 Kilometer breit. In der Nähe von Wien, ein beliebtes Ausflugsziel. Aber doch auch vielfach Terra Incognita, unbekanntes Land. Ein bisschen Dornröschen, das schlummert und erst wach geküsst werden muss. Zwentendorf kennen viele. Das Modell eines Atomreaktors im Maßstab 1:1. Erbaut und niemals in Betrieb genommen. Die Kurzbeschreibung des Tullner Feldes von einem, der es wissen muss, dem regionalen Fremdenverkehrsobmann. Das Tullner Feld liegt am Limes, das heißt geschichtlich an der römischen Phalanx zu den Kelten. Aus der geschichtlichen Struktur ist diese Ebene an die Donau. Die Donau war damals die Grenze, wo die Kelten auf der linken Seite und auf der rechten Donau, also flussabwärts betrachtet, sich die Römer befanden. Heute würde ich beschreiben, das Tullner Feld ist eine Ebene. Es ist die Kornkammer Österreichs. Hier gedeihen von Marillen begonnen, über den Wein, die Rüben, das Kraut, alle Gemüsebereiche, die es für den kulinarischen Genuss gibt. Und gleichzeitig ist auch die Vielfalt der Tierproduktion hier gegeben, welche kulinarische Elemente eben als Tullner Feld Schwein als Ergebnis hat. Nun könnte man das Schwein in Österreich beinahe als Wappentier bezeichnen, dessen Verzehr, wenn man den regelmäßigen und ekstatischen Schnitzelgenuss betrachtet, nahezu religiöse Züge anhaften. Ja, und wie muss dieses Tier beschaffen sein, damit es Namensgeber einer Genussregion wird? Es muss einfach die Speerspitze des Schweineberges sein. Primus inter suus, das Beste unter den Schweinen. Die fruchtbaren Böden des Tullner Feldes haben nicht nur ihren Mann ernährt, sondern auch sein Schwein. Die Haltung des Borstenviehs hat hier eine lange Tradition. Und gute alte Traditionen sind nicht einmal von Industriestandards der Neuzeit ganz klein zu kriegen. Einer der vielen bäuerlichen Produzenten über das Geheimnis des Tullnerfelder Schweines. Das Tullnerfelder Schwein ist zwar keine eigene Schweinerasse, aber das Tullnerfelder Schwein ist von der Herkunft in Tullnerfeld geboren und wird mit unserem Tullnerfelder Getreide, hauptsächlich Mais, Gerste, Erbsen gefüttert und wächst vielleicht ein bisschen langsamer wie sonst in der Schweinemast üblich, aber das ergibt eine besondere feste und gute Fleischqualität. Und neben dem Futter trägt auch die Art der Haltung zur Qualität bei. Bei uns ist es so, dass die Schweine auf Stroh gehalten werden. Das bietet einen Vorteil, es ist weniger Stress wie am Spaltenboden. Die Tiere können größer werden, weil der Körper, wenn er ständig am Spaltenboden gehalten wird, ja am Leiden am Fuß hat. Und das Stroh ist auch ein wunderbarer Partner für die Schweine zum Spielen. Und sie suchen ja ständig im Stroh nach ewigen Körnerresten etc. Und sie fühlen sich halt sau wohl. Dieser Wohlfühlcharakter schlägt sich dann auch auf das Produkt nieder. Und wer wie hier beim Direktvermarkter ab Hof einkauft, kann sich wechselweise durchaus wie der Herrgott in Frankreich oder als Made im Speck fühlen. Das Tullnerfeld ist eine Kornkammer Österreichs. Der Mais, der ja ebenfalls eine Getreidesorte ist, hat jedenfalls kräftig dazu beigetragen, die Schweinemast im Tullnerfeld zu etablieren.
In einer Zeit der industrialisierten Nahrungsmittelproduktion hat ein Produkt, und sei es noch so vorzüglich, nur dann eine Chance, seine regionalen Grenzen zu überwinden und landesweit, vielleicht sogar international zu reüssieren, wenn bei der Verarbeitung und Betriebsgröße eine gewisse Dimension gegeben ist. Dass sich Qualität und modernste Produktion verbinden lassen, zeigt sich am Verarbeitungsbetrieb von Familie Berger in Sighartskirchen. Seit 1877 hat das Unternehmen seinen idealen Lebenszweck sozusagen in Borstenvieh- und Schweinespeck gefunden. Vielleicht nicht ganz im Speck, sondern vielmehr im Schinken. Über 30 verschiedene Schinkensorten werden hier erzeugt. Einige Produkte gibt es allerdings nur streng saisonal, wie zum Beispiel den Bärlauchschinken, dessen würzige Blätterhülle nur im Frühjahr geerntet wird. Die Römer haben im Tulnerfeld den Limes als Bollwerk gegen die Barbaren errichtet. Der Römerschinken des Hauses kann ebenfalls als Bollwerk des guten Geschmacks bezeichnet werden. Und diese lukullische Schweinerei hat auch römische Vorfahren. Es kam dazu, dass einer unserer Kunden die Idee hatte, Produkte, Fleisch- und Wurstprodukte nach original römischen Rezepten herzustellen. Das hat mit Wurstprodukten sehr früh sehr gut funktioniert und dann kam später auch die Anforderung, das doch auch mit dem Schinken zu versuchen. Und wir haben versucht, dann ein Schinkenrezept herzustellen, bei dem wir möglichst auf die Originalzutaten zurückgegriffen haben, die es damals schon gegeben hat. Und da gehört zum Beispiel als Süßungsmittel eben kein Zucker, sondern Honig dazu. Und so ist der Römerschinken als ein Schinken mit einem hohen Honiganteil entstanden. Der Römerschinken wird zweimal gegart, so wie das bei Fleischprodukten schon im alten Rom üblich war. Wir legen die Fleischteile in die Form ein, kochen und nach dem Ausformen wird der fertige Römerschinken nochmals gebraten. Die Technik des doppelten Garens, also Kochen und Braten, findet man schon im Kochbuch des berühmten römischen Autors Apicius, einer anerkannten Autorität des guten Geschmacks. Ein Gasthaus in Weinzierl. So wie in vielen Wirtshausküchen singt man auch hier das hohe Lied des Tulnerfelder Schweins. Für unsere Fülle, für das gefüllte Schweinsfilet, haben wir da schon Champignons vorplattelt und Zwiebel geschnitten und Petersil gehackt. Nehmen wir ein bisschen Olivenöl, lassen wir den Zwiebel ein bisschen glasig werden, anschwitzen. Das Tulnerfelder Schwein ist eine sehr hervorragende Sache durch die feine Maserung und angenehm im Geschmack, sehr fein und saftig. Sticht man vorsichtig durch. Somit haben wir eine Tasche und das Schweinsfilet ist nicht aufgeschnitten. Das lässt sich dann wunderbar tranchieren, aufschneiden zum Anrichten. Dann geht man her und füllt die Fülle vorsichtig. Und dann das volle Seiten schön goldbraun anbraten. Und kommt dann für circa eine Viertelstunde ins Rohr. So, für unser Veltlinerkraut da mal ein bisschen an Kristallzucker karamellisieren. Das Kraut ist sehr geschmacksvoll durch die lehmigen und sandigen Böden da bei uns in der Region. Und Veltliner, weil es unsere Gegend ist. Geben schon das vorgewürfelte Tulnerfelder Kraut dazu und lassen das dann bei mittlerer Flamme dahin köcheln. Bitte schön, danke sehr. Guten Appetit. Das Kraut ist eine Sensation. Ganz knackig.
Und eine gastroarchäologische Sensation abseits der Kalorien findet man hier in Weinzierl ebenfalls. Einen Wurlitzer aus den 50er Jahren. Da kann so manchem das Wasser im Mund zusammenrinnen und in die Augen steigen. Seemann, lass es träumen. Denk nicht an zu Haus. Seemann. In dem kleinen Bauerndorf Rust befindet sich das Geburtshaus eines großen Österreichers, Leopold Fiegel. 1945 war er Bundeskanzler von Österreich und er wird auch Vater des Staatsvertrages genannt. Die Familie Fiegel bewirtschaftet den Bauernhof noch heute. Der Staatsmann ist dem Tullnerfeld und seinem Geburtsort immer verbunden geblieben. Als erdig und volksverbunden beschreiben ihn auch die Historiker. Auf den kulinarischen Spuren Leopold Fiegels geht es ins Dorfwirtshaus. Selbstverständlich heißt das Hinterstüberl, in dem der große Sohn des Ortes gerne Hof gehalten hat, heute Leopold-Fiegel-Stüberl. Über kulinarische Vorlieben und Weltpolitik weiß man aber noch heute in der Küche Bescheid. Also wir haben heute als Vorspeise eines der Lieblingsgerichte vom Leopold Fiegel. Das ist ein Kalbsbäuscherl. Das hat er immer sehr gern gegessen. Der Leopold Fiegel war früher immer bei uns, da war sogar mit Molotow und mit den ganzen Außenministern ist er immer da gesessen und hat natürlich viel politisiert und diskutiert. Und ja, es ist, wie gesagt, das war ein ehemaliges Fiegelwirtshaus, der hat gern gegessen Schweinefleisch und natürlich aus dem Tullnerfeld, das war ihm immer am liebsten, weil das vom Geschmack her gut war, das hat es auch damals schon gegeben. 1984 wurde die ehemalige Volksschule von Rust zum Leopold-Fiegel-Museum. Seine Jugend in Rust mit 4 Schwestern und 4 Brüdern, sein Aufstieg als Politiker, die Kriegsjahre im Konzentrationslager, seine Anstrengungen, die Wiener Bevölkerung nach Kriegsende mit Lebensmitteln zu versorgen, die Jahre als Bundeskanzler, Außenminister und Landeshauptmann sind hier genau und liebevoll dokumentiert. Und die Museumsleiterin plaudert aus der Schule des unmittelbar Erlebten. Er war mit seinem Heimatdorf immer sehr eng verbunden. Seine Geschwister lebten ja hier und seine Nichten und Neffen leben heute noch hier und bewirtschaften die Landwirtschaften. Fiegel hatte auch sehr viel Zeit hier in Rust verbracht, und zum Beispiel zu den Feiertagen. Er war Weihnachten hier, Ostern hier. Und Allerheiligen, das war für ihn ein Pflichttermin. Da ging er in die Kirche und anschließend ins Gasthaus, wo er den sogenannten Allerheiligenstritzel ausgespielt hat. Mit allen Besuchern ins Gasthaus hat er da geschnapst und hat Allerheiligenstritzel ausgeschnapst. Und wir Kinder sind damals auch alle hingelaufen und hier und da haben wir auch einen Stritzel bekommen und haben uns sehr gefreut darüber. Ich habe ihn eigentlich ganz gut gekannt, weil er war ein sehr guter Freund von meinem Vater. Mein Vater war hier in Rust Bürgermeister bis 1972. Und immer wenn Fiegel nach Rust gekommen ist, ist er auch zu uns gekommen. Und durch das haben wir ihn eigentlich sehr gut gekannt. Er war immer freundlich, immer gut drauf. Und wir durften nie Herr Bundeskanzler oder Herr Außenminister sagen. Er hat immer gesagt, für euch bin ich der Leopold-Onkel. Das war er. Ich glaube, er war trinkfest, ja. Und da gibt es einen tollen Spruch, gibt es da. Da hat einer eine berühmte Grabrede von Leopold Fiegel geschrieben. Und ich finde das so treffend, weil da steht zum Schluss: Keiner kam ihm gleich,